Wusstet ihr schon, dass in diesem Jahr etwa 147 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner über die deutschen Produktionsfließbänder laufen? Drei Viertel davon werden hierzulande verkauft. Der Rest geht ins Ausland und wird zum Beispiel in den USA, Australien oder Japan verkauft. Das Gerücht, dass nach dem Weihnachtsgeschäft die übrigen Schokomänner eingeschmolzen und zu Schoko-Osterhasen verarbeitet werden, ist übrigens wirklich nur ein Gerücht.